Hallo und willkommen zum MS Teams Tutorial der Fachhochschule St. Pölten. MS Teams ist eine App von Microsoft für hybrides Arbeiten, damit Personen und Teams informiert, organisiert und verbunden bleiben können. Die FH St. Pölten verwendet MS Teams als ihre Plattform für Distance Learning und Online-Besprechungen. Daher haben wir dieses kurze Video der wichtigsten Grundfunktionen gemacht. Für einen tieferen Einblick in MS Teams steht Ihnen das Online-Handbuch auf der Skill-Homepage zur Verfügung. Sie können MS Teams entweder als App herunterladen und installieren oder einfach im Browser verwenden. Hinweis: Wir empfehlen dringend, die downgeloadete Version zu nutzen, weil sonst einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Das ist für Sie kostenlos, wenn Sie Ihre FH-Daten verwenden. Und apropos Hinweise, selbst wenn Sie Aufgaben und Lernmaterialien in MS Teams verwalten, speichern Sie diese bitte immer auch auf dem eCampus, damit die Studierenden unbegrenzt Zugang dazu haben. MS Teams löscht nach einiger Zeit Dateien. Das ist die Ansicht des MS Teams Desktop Client. Sollten Sie die Sprache ändern wollen, klicken Sie auf Ihr Profilbild, dann auf Konto verwalten. Dort können Sie unter Allgemein die Sprache verändern, sowohl die Absprache als auch die Tastatursprache für Tastenkombinationen. Grundsätzlich öffnet sich dieses Raster-Layout. Wenn Sie viele Teams haben, empfiehlt es sich, auf das übersichtlichere Listen-Layout zu wechseln. Das können Sie auch in den allgemeinen Einstellungen machen. Oder Sie klicken auf das Zahnrad-Symbol und klicken auf Ansicht wechseln und dann auf das Listen-Layout. Die wichtigsten Elemente von MS Teams sind Teams. Sie können in einem Team als Gruppe zusammenkommen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, für Unterricht, für Videokonferenzen oder aus welchem Grund auch immer eine Gruppe online verbunden sein möchte. In einem Team können Sie diverse Untergruppen, sogenannte Channels, bilden, Dateien hochladen und teilen, Aufgaben verteilen und anderes mehr. Klicken Sie auf die Channels, um sie zu öffnen. Um einen Channel hinzuzufügen, klicken Sie auf das Drei-Punkt-Menü und wählen Kanal hinzufügen aus. Kalender. Der MS Teams Kalender, der mit Ihrem FH Outlook Kalender synchronisiert ist, hilft Ihnen, Ihre Arbeit und Besprechungen und die Ihres Teams zu organisieren. Hier sehen Sie Besprechungen und andere Ereignisse, und Sie können neue Besprechungen anlegen, entweder indem Sie in die entsprechende halbe Stunde klicken oder indem Sie rechts oben auf Neue Besprechung klicken. Chat. Sie können mit Einzelpersonen oder mit Gruppen schriftlich kommunizieren, zur Arbeit oder privat. Aktivität. Hier sehen Sie verschiedene rezente MS Teams Aktivitäten, wie etwa Aufgaben, Chats, Mitteilungen oder Besprechungen. Personensuche. In welchem Segment Sie auch sind, Sie werden oben immer die Suchleiste finden. Sie können Personen nach Vornamen, Nachnamen oder nach der Matrikelnummer suchen. Wenn Sie die Gesuchten gefunden haben, können Sie ihnen Nachrichten schreiben oder sie zu einer Audio- oder Videobesprechung einladen. Navigation. Mit den kleinen Pfeilen links oben können Sie wie in einem Internetbrowser vor und zurück navigieren. Wenn Sie mehr über die Funktionalitäten von MS Teams erfahren wollen, können Sie sich das Online-Handbuch auf der Skill-Homepage anschauen. Besprechungen für Channels anlegen. Sie haben zwei Möglichkeiten, für einen Channel eines Teams eine Besprechung anzulegen. Erstens, wie vorher schon gezeigt, in der Kalenderansicht, oder Sie gehen in die Teams-Ansicht und klicken dort rechts oben auf Besprechung. Sofort Meeting startet sofort die Besprechung. Besprechung planen legt eine neue Besprechung im Kalender an. In einer Besprechung können Sie verschiedene Einstellungen verwalten. Mit den drei Punkten rechts oben können Sie weitere Aktionen durchführen. Insbesondere werden Sie die Geräteeinstellungen brauchen, um in den Audioeinstellungen Ihre Audiogeräte, das sind Lautsprecher und Mikrofon, und in den Videoeinstellungen die Kamera korrekt einzustellen. Kamera und Mikrofon an- und ausschalten, klicken Sie auf das Kamera- und das Mikrofonsymbol. Mit Teilnehmern chatten. Die Sprechblase öffnet oder schließt den Besprechungschat am rechten Bildschirmrand. Hier teilen Sie sich schriftlich mit. Reagieren. Klicken Sie auf das Gesicht mit der erhobenen Hand. Sie können wählen zwischen Gefällt mir, Liebe,
Applaus, Lachen, Überraschung oder Handheben. Das ist so wie im Klassenzimmer die Hand zu heben, um auf sich aufmerksam zu machen. Einen Hintergrund auswählen. Sollte der Hintergrund in dem Raum, in dem Sie sich gerade befinden, unpassend, unordentlich oder schlicht zu privat sein, können Sie ihn verschwommen machen oder einen der vorgegebenen Hintergründe wählen. Sie können auch einen eigenen Hintergrund hochladen. Aufzeichnen. Sie können Besprechungen aufzeichnen, damit diese später zur Ansicht und für Studienzwecke zur Verfügung stehen. Aber Achtung, Sie können nur solche Besprechungen aufzeichnen, die auch Sie gestartet haben oder die zumindest von einer Person mit Administratorrechten gestartet wurden, also von Lehrbeauftragten oder Mitarbeitern der IT. Klicken Sie auf Aufzeichnung beginnen, um die Aufzeichnung zu beginnen. Sie können den Datenschutzhinweis wegklicken. Lehrbeauftragte dürfen für Lehrzwecke Aufzeichnungen auch von Studenten machen, Studenten nicht. Beenden Sie die Aufzeichnung mit Aufzeichnung beenden. Transkriptionen anfertigen. Beim Start der Aufzeichnung wird die Transkription automatisch gestartet. Sie können aber auch ohne Aufzeichnung manuell eine Transkription starten. Sie können das Transkript auch mit Transkription anzeigen, rechts einblenden und wenn Sie die Live-Untertitel aktivieren, sehen Sie das Gesprochene als Untertitel im Bild. Eine Anwesenheitsliste abrufen. Nachdem Sie die Besprechung beendet haben, können Sie eine Anwesenheitsliste herunterladen. Sie können nun das Transkript, die Anwesenheitsliste und die Aufzeichnung herunterladen. Die Aufzeichnung ist entweder im Chat oder über den FH SharePoint zu finden, von wo Sie sie teilen können, indem Sie sie herunterladen oder den Link kopieren und teilen. Ihren Bildschirm und Inhalte teilen. Außer Teilnehmer zu sehen, zumindest Ihre Avatare, und selbst gesehen zu werden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihren Bildschirminhalt und andere Inhalte zu teilen. Klicken Sie auf das kleine Pfeilchen im Rechteck rechts oben, um zum Inhalte-Freigeben-Menü zu gelangen. Wollen Sie Medien mit Audio teilen, müssen Sie den Computersound einschließen. Mit diesen vier Symbolen können Sie verschiedene Layouts Ihres geteilten Schirms wählen. Ferner können Sie wählen, ob Sie den gesamten Bildschirm oder nur ausgewählte Fenster teilen möchten. Aber Achtung, wenn Sie den gesamten Bildschirm teilen, werden alle Teilnehmer alles sehen, was Sie machen und welche Fenster Sie offen haben, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln. Hier können Sie ein Whiteboard für alle zum Mitmachen öffnen. Wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation zeigen möchten, können Sie das auch machen, indem Sie sie in MS Teams laden. So kann Ihr Publikum selbstständig durch die Folien schauen. Diese Möglichkeit können Sie mit dem kleinen Auge aus- und wieder anschalten. Klicken Sie auf Präsentation beenden, um die Präsentation zu beenden. Öffnen Sie Gruppenräume. Wenn Sie möchten, dass Ihr Publikum sich für bestimmte Aufgaben oder Diskussionen in kleine Gruppen aufteilt, klicken Sie auf das kleine Quadrat im Quadrat, um Gruppenräume zu öffnen. Sie können bis zu 50 Gruppenräume öffnen und Sie können die Teilnehmer entweder selbst diesen zuordnen oder MS Teams eine zufällige Zuordnung machen lassen. Einmal geöffnet, können Sie weitere Räume hinzufügen oder entfernen. Auch können Sie mit dem Sprechrohr eine Ankündigung für alle Räume machen und Sie können den Gruppen ein Zeitlimit setzen. Die Besprechung beenden. Sie haben hier zwei Möglichkeiten. Verlassen heißt, dass Sie rausgehen, aber die Besprechung für alle anderen aufrecht bleibt. Beenden heißt, dass die Besprechung für alle beendet ist. Natürlich hat MS Teams noch viel mehr zu bieten. Bitte lesen Sie dazu das Online-Handbuch. Hilfe. Bei technischen Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den FH IT Support. Für didaktische Fragen und Unterstützung rund um MS Teams kontaktieren Sie bitte das Hochschuldidaktische Zentrum SKILL. Vielen Dank fürs Zuschauen.